Petrochemische Produkte sind im Alltag unverzichtbar und aus wertvollen Rohstoffen gemacht. Diese Gegenstände einfach wegzuwerfen, ist also keine gute Idee. Stattdessen sollten sie recycelt werden. Viele Kunststoffprodukte werden mechanisch recycelt. Sortiert, geschreddert, zerkleinert und gereinigt, um neue Kunststoffprodukte herzustellen. Aber in manchen Bereichen stößt mechanisches Recycling an seine Grenzen. In der innovativen ReOil-Anlage in Schwechat gewinnt die OMV synthetisches Rohöl aus Plastikmüll. Aus 100 Kilogramm Kunststoff werden 100 Liter Rohöl, jede Stunde. Dieses Rohöl ist die Basis für neue, hochwertige Kunststoffprodukte. Bis 2050 werden 60% aller neuen Kunststoffprodukte aus Recycling-Kunststoff bestehen. Deswegen investieren OMV und Borealis rund 1 Milliarde Euro in innovative und nachhaltige Lösungen. Neue Produkte und neues synthetisches Rohöl entstehen aus altem Kunststoff. Dieses innovative Konzept ist der Schlüssel zu unserer nachhaltigen Zukunft. Öl, mehr als nur Kraftstoff.